Herzlich willkommen zur 7. Folge Democracy for Alpha Deutschland auf Schwer. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Und schönen guten Abend alle miteinander. Hallo. Hallo Romy. André. Hi, ja, wir sind wieder da mit Dienstagspolitik. Also, wir gucken uns heute Deutschland auf Schwer an. Wir machen nächste Woche Dienstag wieder Dienstagspolitik. Wahrscheinlich ein bisschen später als 8. Aber wir machen auf jeden Fall Dienstagspolitik. Wir müssen mal gucken, wann wir anfangen. Also, wenn ich da genaueres weiß, schreibe ich es auch nochmal auf Discord. Aber ich glaube, das wird eher so, ich schätze mal, wir schaffen es bis 21 Uhr garantiert. Und ich will auf jeden Fall da streamen, weil es halt, wie gesagt, der Tag ist, wo es rauskommt. Und was auch total spannend ist, und heute hat das der Entwickler von Democracy 4 auch auf Twitter mitgeteilt, es gibt vollen Mod-Support für Democracy 4. Das heißt, man kann selbst Veränderungen und Erweiterungen für das Spiel bauen. Und er hat das auf eine sehr interessante Art und Weise gemacht. Also, wen es interessiert, ich versuche eine kurze Zusammenfassung zu geben. Democracy 4 ist, was der Kern des Spiels ausmacht, sind diese ganzen Dinge wie die Politiken, Zustimmungen, Geld und so weiter und so fort, wird simuliert über ein neuronales Netz. Also ist tatsächlich, also künstliche Intelligenz ist ein falscher Begriff. Es ist einfach nur halt eine Sache, die nicht so einfach deterministisch ist. Also ein selbstlernendes System, das diese Dinge simuliert, das darunter liegt. Und Cliff, der Entwickler, füttert das mit den Szenarios in großen Textdateien, wo halt die Regeln drinstehen, was gilt für Deutschland, was gilt für die USA, was gilt für England und so weiter und so fort. Und dann gibt es eine lange Liste, welche Gesetze kann man da machen und welche Gesetze sind am Anfang schon etabliert und so weiter und so fort. Und in diese Textdateien kann man sehr einfach reingehen. Und er hat das alles in Klartext gemacht. Das heißt, da kann man solche Dinge einfach frei reinschreiben. Ich habe mir schon ein bisschen angeguckt und so wie es aussieht, kann man halt, also ohne dass man jetzt eine Erweiterung für das Spiel macht, sondern einfach nur quasi sein eigenes Land oder ich sag mal ein realistischeres Deutschland könnte man überlegen oder ein Frankreich von 1900 oder so etwas, kann man ohne Probleme selber bauen. Man hat alle Freiheiten. Alle Sachen, die im Spiel angezeigt werden, kann man halt ändern und so abändern, wie man das möchte. Und auch eigene Symbole für Gesetze hochladen. Also nicht hochladen, sondern auch einbauen. Das ist einfach nur ein kleines PNG. Das heißt also, man kann total viel wühlen in diesem Dings. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß nicht, ob wir es zur Dienstagspolitik machen, aber wenn es die Beta rausgekommen ist, ich habe auch noch keine Ahnung, wie Zeit ich habe, aber worauf ich wirklich Lust hätte, wäre tatsächlich, anstatt zu spielen, quasi mal mich vor den Stream zu setzen und wir gucken uns ein paar Textdateien an, ändern Sachen drin rum und schauen, welche Auswirkungen das hat und so. Also tatsächlich mit der Game Engine quasi herumspielen. Und das kommt auch alles, das soll getestet werden. Ab Dienstag wird das für alle freigeschaltet und jeder, der Geld ausgibt, um sich die Beta-Version zu kaufen, kann dann quasi diese Sachen auch ausprobieren. Und Steam ist halt eine gute Plattform, weil man da auch alle Mods gleichzeitig hochladen und teilen kann und dokumentieren für alle anderen, sodass alle anderen auf diesen Mods aufbauen können beispielsweise. Da bin ich schon gespannt, was dafür alles rauskommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich auch einen Mod baue. Mal gucken. Die Zeit. Super spannend. Ja. Genau. Also ich habe den Eindruck, alles, was über mehrere Monate nicht passiert ist, passiert jetzt gerade irgendwie in 3-4 Wochen. und insofern finde ich, wäre das doch eigentlich so eine schöne Winteraufgabe. Ja. So ab November sich da mal mit auseinanderzusetzen. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so lang hin. Nee, die Zeit ist swoosh und rennt und Democracy 4 wird eine Weile im Beta-Stadium bleiben. Und da kann man halt auch dann mal auf Steam gucken, was die Leute sich so ausdenken und was es da alles für Mods gibt. Also da wird es sicherlich auch noch eine Möglichkeit geben, dass wir mal halt Sachen anspielen und ausprobieren. Also deswegen, ja. Genau. Nächste Woche Dienstag kommt es raus.
Oder also geht es in die Open Beta und da freue ich mich sehr drauf. Gut, dann kein langes Gequatsche mehr hier. Laden wir mal unser Safe Game vom letzten Mal. Wir hatten Deutschland auf schwer angefangen. Das heißt, Schwierigkeit volles Met hoch, 200%. Was diese Prozente heißen, weiß ich nicht genau. Aber tatsächlich kann man das dann ja demnächst nachgucken, wenn man quasi in die Eingeweide von dem Spiel reinschauen kann. Und ja, wir hatten ein bisschen Voter Apathy, also Wählerapathie oder Political Apathy hochgesetzt auf 43%. Wussten wir nicht genau, was das heißt, aber ein Stückchen hoch, um es noch schwieriger zu machen quasi. Ja. Ich finde, wir haben uns dafür in der letzten Woche echt gut geschlagen. Ja. Ging gut los. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob wir aufgehört haben mit diesem Dings. Ich glaube, wir hatten das schon, dass wir Technological Advantage gestartet hatten. Ich glaube, das hatten wir. Und auch, dass Gridlock vorbei war. Der war plötzlich hoch und ist dann wieder runtergefallen. Das war, ging über eine sehr kurze Zeit. Unser Credit Rating ist wieder downgegradet worden. Wieder schlecht für unsere Wirtschaft, aber wir gucken uns gleich an, wo wir stehen. Und wir hatten eine Situation, die kurz bevorsteht. Multinational Tax Evasion. Also, dass große Konzerne versuchen, den Steuern auszuweichen, ne? Also, was bei Trump gerade nachgewiesen wurde, oder? Ja, im Prinzip schon, ja. Um Gottes Willen, ja, die Steuerberichte von Trump ist ja, also... Ich habe es nur am Rande mitbekommen, aber es ist krass, oder? Total. Was ich so ganz spannend finde, ist, dass dann irgendwie Journalisten auch aus anderen Ländern dann jetzt auch anfangen. Und ich weiß es auf jeden Fall vom Scotsman, von der Zeitung, dass die geguckt haben, was haben sie denn eigentlich bei uns für Steuern bezahlt, und da war halt irgendwie auch nichts. Und jetzt ist die große Frage, hat die Trump-Organisation überhaupt irgendwo Steuern gezahlt und wenn ja, wie viel? Insofern sind wir bei multinationaler Steuervermeidung. Ja. Auch spannend. US-Präsident. Ja, und ich sehe auch, du postest immer wieder fleißig weiter auf unserem Discord-Server. Wer noch nicht auf dem Discord-Server ist, sei herzlich eingeladen. Der Link, den findet man auf der Twitch-Seite. Da hat Romy einen eigenen Channel eingerichtet, Demo Crazy, wo sie ihrem Hobby nachgeht, nämlich Zeug, das ihr unterkommt, über Trump zu posten, aber es auch einzuordnen. Was ich sehr schön finde. Also, ich mag das sehr, was du da treibst. So, genau, wir hatten... Warte mal ganz kurz, ich würde nur dazu noch mal kurz einhaken. Es ist halt echt schwierig, weil es inzwischen nicht mehr crazy ist. Ja. Also das ist nicht mehr einfach nur verrückt, sondern da reden wir über nationale Sicherheit und über Geheimdienstarbeit. Oh mein Gott. So, das ist halt schon nicht mehr einfach nur so verrückt. Verrückt wäre Mexiko zahlt für die Mauer. Ja. So, nee, machen wir nicht. Aber das ist ja inzwischen schon... für mich schwer greifbar, ehrlich gesagt. Ja. Ja, wollte ich nur sagen, weil es das echt manchmal schwierig macht, dort noch lustig zu bleiben. Ja, aber zurück zu unserer schönen Welt. Genau, zu unserer schönen Welt, genau. Wir hatten nämlich schon Sachen ausgegeben, wir haben nur noch ein politisches Kapital, quasi, wir müssen in die nächste Runde gehen. Zur Einstimmung würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gucken unsere Vorteile und Nachteile an, das, was wir vor der Brust haben. Wir haben einen Vorteil, nämlich private Weltraumindustrie. Die geht wieder leicht runter, aber die muss erst unter den Stopptrigger, damit dieser Vorteil wirklich aufhört. Und der gibt uns halt einen Push fürs GDP und für die Meinungen der Patrioten und von jedermann. Also das ist gar nicht schlecht. Unsere Umfragewerte sehe ich jetzt gerade. Also wir sind steil am Steigen. Das ist wirklich krass. Also ich weiß nicht genau, was ist hier passiert. Da hatten wir, glaube ich, irgendein Ereignis, was uns hat doof dastehen lassen, aber wir haben uns gut davon erholt quasi. Und unser Kompass, mal die Voters aus,
Wir gehen stramm nach unten in Richtung liberal. Und bewegen uns quasi auf den Rand zu, was so der Durchschnitt unseres Landes ist. Ist auch spannend. Total. Was mich auch nochmal interessieren würde, vielleicht finden wir da mehr raus, wenn wir tatsächlich in dieses Spiel eingreifen können, wie das gewichtet ist. Also wird jede Entscheidung, jedes einzelne Politikfeld in einem bestimmten Bereich zugeordnet? Oder haben die nochmal eine unterschiedliche Gewichtung? Also das eine ist ja, wir packen das riesengroße Gesundheitssystem an, was eine Entscheidung ist. Und das andere wäre, wir führen, keine Ahnung, Jugendräte auf kommunaler Ebene ein. Wird nur jede Einzelentscheidung dort abgebildet, die aussieht, als würden wir immer krasser liberal werden, oder haben die nochmal eine Gewichtung? Im Chat, Horst gesagt, würde denken, dass es danach geht, ob sich die Menschengruppen darüber freuen. Das ist eine gute These. Ich hätte eine vollkommen andere These gehabt, ganz im Gegensatz zu Horsti, dass quasi jedes Gesetz, jede Entscheidung, also auch die Dilemma, die wir haben, und jedes Ereignis, was irgendwie passiert, in irgendeiner Form gewichtet ist auf diesem Koordinatenkreuz, Conservative, Liberal, Social, Capitalist, und uns da aber auch alle Abhängigkeiten, das heißt also auch alle blauen Sachen, die wir in irgendeiner Form beeinflussen, würde ich schätzen, aber es ist Ferdinator, guter Punkt. Der Peak bei der Beliebtheit kommt bestimmt von der Steuereinführung, also der Downpeak, meinst du? Ist total gut, wenn Leute mehrere Wochen am Stück mitgucken, weil euch fällt sowas auf. Danke. Stimmt irgendwas mit dem Auto? Ja, wir haben Traffic in die Städte rein besteuert, also diese Traffic Congestion Tax oder sowas. Stimmt. Haben wir gemacht. Ja. Ja, das stimmt. Also wir haben was eingeführt und das war halt überhaupt nicht populär. So, jetzt haben wir auf den Kompass nochmal drauf geguckt. Weiß ich auch nicht genau, wie es aussieht. Einmal kurz die Problemchen, bevor wir eine neue Runde machen. Damit wir wissen, wo wir stehen. Gig Economy geht langsam herunter. Das ist begrüßenswert. Wir haben ja auch gerade viel für die Wirtschaft getan. Oh, Corporate Exodus, bam! Wegen unserem Vorteil, wegen unserer Technological Advantage, ist das einfach mal runtergegangen. Das heißt, wir sind das jetzt auch los. Cool. Und hier haben wir die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Es wird immer besser. Also. Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft, bin ich immer drüber gestolpert, ist auch stark abgesackt, wahrscheinlich auch wegen der Technological Advantage. Mal gucken, ob das auch verschwindet. So, Fettleibigkeit ist auf einem Abwärtstrend wieder. Hoffentlich hält er an. Die Asthma-Epidemie geht krass nach unten, nachdem es wieder ein bisschen gepiekt hat. Dann haben wir Internet-Crime. Keine Veränderung. Also ein bisschen runtergegangen, aber keine Veränderung. Alkoholmissbrauch ist auch da angekommen. All unsere Sachen haben jetzt voll gegriffen. Community-Policing und die ganzen anderen Sachen, die wir eingeführt haben. Das heißt, da müssen wir vielleicht nochmal drauf gucken. Und das organisierte Verbrechen ist auch langsam am Absinken, aber halt nur sehr langsam. Okay, ja, also so sieht die Situation aus. Wir klicken mal auf nächste Runde und entscheiden dann, was wir als nächstes anfassen. Also da gibt es ja mehrere Sachen. So, erstmal, Corporate Exodus ist vorbei. Also dass die großen Firmen abwandern. Die reichste Firma zahlt keine Steuern. Die reichste multinationale Firma der Welt hat uns noch,
hat uns dieses Jahr noch keine Steuern bezahlt, obwohl sie mehrere Milliarden Einnahmen umgesetzt haben in unserem Land. Die besten missbräuchlichen Buchhaltungstricks und der Steueroasen, die Geld kaufen kann, haben dafür gesorgt, dass niemand sich gegen diese Firma durchsetzen kann. Ja, die Sozialisten sind außer sich und Patrioten können nicht glauben, dass unsere große Nation unfähig ist, gegenüber dieser fremden Gestalt. Entity, schwierig, komme ich gerade nicht drauf. Ja, Socialism steigt. Interessant. Und Patrioten finden es nicht gut. Ja, ist halt ein Riesenproblem, ne? Gerade dieses Sozialisten finden es nicht gut und Sozialismus steigt Ding nur noch mal kurz ansprechen. Im Endeffekt geht es ja dort nur darum, dass die Leute, die sowieso in dem Bereich schon eine Überzeugung haben, finden sie richtig kacke. Und dann wird es zum Thema und mehr Leute setzen sich mit diesen internationalen Wirtschaftszusammenhängen auseinander. Und dann kann es durchaus sein, dass sie dann auf ähnliche Ergebnisse kommen wie die Leute, die sowieso schon in diesem Lager sind. Und damit hat der Sozialismus an der Stelle einen Zulauf. Genau, also ich habe heute auch noch im Lichte von dieser ganzen Trump-Steuergeschichten und so weiter und so fort was Interessantes auf Twitter gelesen. Irgendjemand hat Martin Luther King zitiert und der sagte irgendwann, komme ich noch drauf, America is socialism for the rich, meaning no tax, and cutthroat capitalism for the working class. Also, dass das halt tatsächlich so eine, also ne, die Reichsten zahlen kaum Steuern, aber die Steuer wirkt sich auf den kleinen Mann, sage ich jetzt einfach mal, obwohl ich eigentlich dieses Bild auch so ein bisschen total schwierig finde, weil es geht ja dann so um diese ne, 99% und 1% Aufteilung. Es ist insofern auch nochmal ganz interessant, weil eine Demokratie bringt eigentlich ein Versprechen mit sich. In den USA ist es relativ einfach, Government for the people, by the people. Und das wird so ein Stück weit ausgehebelt, wenn manche Menschen eher Zugang haben oder Mitbestimmungsmöglichkeiten haben als andere. Und das ist aber so ein Fundament, dass wenn die Leute dann das Gefühl haben, Politik wird nur noch für eine bestimmte Klientel gemacht und nicht mehr für alle, erodiert das Vertrauen in die Demokratie und auch in die Problemlösungsfähigkeit des Staates. Also das ist so ein bisschen das, was wir jetzt auch hatten bei dieser ProSieben-Geschichte gestern Abend, wo dann auch der, glaube ich, Pressesprecher von dieser blauen Partei nochmal Ich denke, du benutzt das Wort Partei relativ großzügig in diesem Zusammenhang. Ah nee, es ist eine Partei, ja, okay. Entschuldigung. Genau, es ist eine Partei und nicht verboten und damit und sie haben auch einen Fraktionsstatus und damit aber wiederum eine gewisse Verantwortung. Ja. Ist nicht an mir und uns jetzt, ich glaube, es wäre ansonsten auch ein langer Abend, aber was er gesagt hat und darauf wollte ich hinaus, ist, dass es wichtig ist, dass es diese Probleme gibt, weil das natürlich den Zulauf zu ihrer Partei schürt oder fördert. Mhm. Und insofern finde ich das, was wir hier machen, nämlich Probleme gezielt adressieren, eigentlich viel nachhaltiger und vielleicht auch im demokratischen Sinne förderlicher, als einfach nur umzuschreien, weil manche Sachen kannst du nicht wegputzen. Ja. Ja, geht einfach nicht. Korrekt. Ja. Ja, also im Chat Ferdinator sagt, Amazon lässt grüßen. Ja, nicht nur Amazon. Facebook hat, glaube ich, nirgendwo Steuern gezahlt. Da gibt es noch ein paar mehr. Irgendwer hatte heute auch mal eine Liste, da bin ich drüber gestolpert. Ja, interessant. Ich glaube, dass da auch nochmal ganz spannend, dass ja Deutschland an der Stelle nicht alleine steht, sondern ja, dass das ja quasi die Europäische Union auch als Wirtschaftsraum ist. Und wenn ich mich recht entsinne, gibt es eine sehr engagierte EU-Kommissarin, die da auch
klagt auch gegen einzelne Mitgliedstaaten. Also die Iren sollten, da gibt es ja auch die Debatte, dass sie in Irland relativ günstig weggekommen sind im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, was dann wieder die Frage mit sich bringt, wozu braucht man denn Regeln in Europa? Ja. Also das ist total spannend, weil manche Sachen kannst du halt national auch nicht lösen. Ja, also okay. Situation steht kurz bevor, da ist er wieder. Der Bahnstreik. Auch wieder total schön aktuell, ne? Es gab heute einen in Berlin auf jeden Fall von 3 Uhr morgens bis 12 Uhr haben die Busfahrer komplett gestreikt. Die S-Bahn war nicht betroffen, weil das geht zu Corona-Zeiten nicht. Fand ich sehr toll. Ich fand's wahnsinnig daneben, dass einige Medien, ganz besonders die Zeit, die ich vor Jahren, also es ist schon lange her, dass ich sie mal gern gelesen habe, das hat sich mittlerweile geändert, aber zeigt auch nur, dass ich mit dieser Entscheidung irgendwie nach meinem Wertekompass richtig lag. Die haben sich darüber beschwert, dass warum denn das sein müsse und so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich halte es da immer so, der Auslöser von Verkehrsproblemen durch einen Streik sind diejenigen, die gerechte Löhne verweigern und nicht diejenigen, die streiken, weil die Arbeitsniederlegung ist das einzige Mittel. Weil zum Beispiel solche kreativen Sachen, wie in Japan beispielsweise, da gab es einen Streik. Da haben die, auch im öffentlichen Personennahverkehr, da haben die ganzen MitarbeiterInnen keine Tickets verkauft und keine Tickets kontrolliert. Cool. Das würde aber in Deutschland nicht so einfach funktionieren, weil das Kündigungsgrund ist. Weil das steht so in den Verträgen. Das heißt, die Arbeitsniederlegung ist tatsächlich auch, ist nicht nur das schärfste Schwert, sondern auch so gut wie das einzige. Das finde ich auch so, dass man sich darüber im Klaren sein muss. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich komme aus einer Familie von Gewerkschaftern. Aber das ist nicht schlecht. Ja, sehr gut. Also ich bin noch nach wie vor Gewerkschaftsmitglied. Aber nicht, weil ich es irgendwie auslebe oder sonst irgendwie großartig, was gerade in meinem normalen Leben damit zu tun habe. Ich finde es einfach wichtig. Ja. Und ich zahle nicht wahnsinnig viel Beitrag und es ist auch an der Stelle egal, weil es gibt keine andere Form der ArbeitnehmerInnenvertretung. Alles andere ist Goodwill des jeweiligen Arbeitgebers und da kann man Glück haben, dass man einen Arbeitgeber hat, der wirklich will, dass die Leute engagiert sind und mitmachen und mitentscheiden lässt, oder man kann halt Pech haben. Und ich glaube, es gibt halt jetzt immer mehr Herausforderungen, gerade was so Diversität im Unternehmen betrifft, wo es wichtig ist, dass auch Vorgesetzte eine bestimmte Haltung haben. Ja. Und Gewerkschaft kann da sicherlich dabei unterstützen. Ich denke auch. Ja, auf jeden Fall geht hier die Wahrscheinlichkeit eines Rail-Strikes wieder nach oben. Tja, dann ja, nichtsdestotrotz finden wir natürlich Bahnstreiks dennoch in diesem Spiel super anstrengend. In Halle wurde übrigens auch gestreikt. Ja, 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 das war, also ich glaube, Verdi, genau, war von Verdi initiiert, ne? Also, aber ich finde auch. Mich recht. Die haben sich hier in Halle auch mit Fridays for Future zusammengetan. Also, das ist schon eine längere Aktion, wo Fridays for Future und die Verdi zusammenarbeiten und da irgendwelche Flyer-Aktionen und sonst was machen. Finde ich schön. Hm? Ja, eine Beteiligung am politischen Diskurs. Sollte man vielleicht drauf hören. So, 19 politisches Kapital haben wir. Ich sehe gerade hier, unsere Minister sind rot, rot, gelb, 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 gelb und eine grün. Was haben wir denn? Ja, unsere Popularity ist hochgegangen. Wir kriegen mehr von unserer Popularity als von unseren Ministern. Wir könnten auch nochmal aufs Kabinett gucken. Ja, was wollen wir mal? Wollen wir uns jetzt mal erst um die Wirtschaft kümmern oder sollten wir mal aufs Kabinett schauen? Wir haben nicht mehr so lange bis zur Wahl tatsächlich. Noch 4 Runden. Das heißt, das Kabinett könnte uns eigentlich fast egal sein, weil wir ja zur Wahl quasi das Kabinett einmal neu aufstellen können. Genau, und das jetzt umzuswitchen, würde uns ja wahrscheinlich 10 Punkte wieder kosten, genau, oder? Dann lass uns die irgendwie anderweitig ausgeben. Ja. Ich
bin am Überlegen, in welchem Bereich. Weil eigentlich will ich jetzt auch vor der Wahl kein riesengroßes Fass mehr aufmachen. Sondern eher so ein paar von den Sachen, die sowieso schon laufen, noch mal ein bisschen nachjustieren. Ja, Zeit für Wählergeschenke, sehe ich im Chat. Vielleicht. Ich bin ja nicht so der Fan von Wählergeschenken. Ich mag es ja, wenn wir die Sachen so wirklich sinnvoll und problemorientiert ausgeben. Weil schlussendlich glaube ich auch, ist das der nachhaltigere Ansatz. Genau. Finde ich auch. Wir könnten an unserem Defizit arbeiten, weil wir sind bei einem Defizit von 113 Milliarden. Weil ja. Unser Kreditrating krass nach oben gestuft wurde. Also um 2 Stufen. Aber unser GDP knallt nach oben wie nix. Also, tja. Oh, wir sind gerade eigentlich auf einem guten Weg. Ja. Dieses internationale Kreditrating, da könnten wir jetzt überlegen, ob wir über diesen diplomatischen Dienst und Sprachunterricht an Schulen, ob wir da im Bereich der internationalen Beziehungen nochmal was machen könnten. Das ist eh cool. Und aber ich weiß gar nicht, ob wir das nicht schon alles letzte Woche... Den diplomatischen Dienst haben wir schon eingeführt, genau. Und den nochmal so ein Stück hochziehen. Ah, der ist schon. Naja, obwohl. Ja, also wir können nochmal für 4 könnten wir ihn ausmaximieren. Das wäre dann von, Moment. Von zurzeit plus 4,29 auf plus 5,84 für nicht mal 100 Millionen. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja, dann würde ich das tatsächlich hochsetzen. Unsere internationalen Beziehungen, gucken wir da mal drauf. Ja, das steigt und wird durch den internationalen Dienst über die nächsten 4 Jahre auch langsam ansteigen. Und damit haben wir dann auch diese Foreign Investments wieder drin und den internationalen Handel. Ja. Predinator fragt, ob wir die Alkoholsteuer schon haben. Ja, wir haben bereits eine Alkoholsteuer. Hier unten. Können wir auch noch mal. Alkoholsteuer könnten wir auch noch weiter anheben, weil wirkt sich direkt auf den Alkoholkonsum aus. Ja, und da das Problem immer noch besteht und auch noch relativ dominant sich auswirkt auf den Gesundheitssektor, können wir hier auch gern noch mal hochgehen. Da wäre nur die Frage, wo wir oder wie stark wir hochgehen. Wir haben kurz vor der Wahl die Alkoholsteuer zu erhöhen, Honda. Ja, ich mache mir wegen unseren Umfragewerten nicht wirklich Sorgen. Es ist eine interessante Frage, wie das mit den Nichtwählern aussieht. Aber tatsächlich hätte ich jetzt gesagt, gucken wir mal auf 1 Milliarde Income hochzugehen. So kostet uns 5 politischen Einfluss. Erhöht die Armut ein klein wenig. Aber gibt es andere Politiken, wo wir gegensteuern können. Ja, ehrlich gesagt finde ich den Bereich fast schon ein bisschen schwierig, das so direkt in den Zusammenhang zu setzen. Weil das bedeutet, in der Kombination, dass arme Leute tendenziell mehr Alkohol trinken und wir deswegen Armut verschärfen, weil wir Alkohol besteuern. Also den Zusammenhang, der gefällt mir nicht so. Ja, nee, also es verprellt... Ja genau, also diese Sache, es verprellt nicht wirklich die Wähler, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht wirklich populär, aber es ist auch nicht total unpopulär. Und es hat halt einen krassen Effekt, relativ zeitnah auf den Alkoholkonsum. Weiß nicht, ob das dann zurückfeuert auf den Alkoholmissbrauch, aber es muss ja nur ein bisschen. Wir sind schon fast da, dass wir Alkoholmissbrauch runtergezogen haben. Und ich finde, hier auch nochmal eine Einnahmequelle zu machen, können wir ruhig machen. Also. Geht mir genauso, ich finde das auch gut. Und wir sparen ja gleichzeitig Geld im Gesundheitssektor ein. Richtig. Und also das müssten wir jetzt den Wähler gut verkaufen, dass diese 1 Milliarde dann wirklich auch in den Gesundheitssektor fließt. Aber das ist nur eine Frage der Argumentation und der Transparenz. Ja. Also machen wir 1 Milliarde, bist du einverstanden mit? Bin ich. Alles klar.
Dann haben wir die erhöht. Danke für den Hinweis. Gucken wir uns nochmal die Alkoholsteuer an. Wir können auch nochmal hier auf unsere Freizeitdrogen, Recreational Drug Tax, gucken. Da hat sich mittlerweile auch das Ding entwickelt. Wir sind fast 860 Milliarden, Millionen nehmen wir ein. Das ist gar nicht schlecht. Okay. Die würde ich jetzt auch gar nicht anfassen, aber ist halt tatsächlich eine Einkommensquelle. Ja. Das war auch immer die Begründung, warum wir es überhaupt legalisiert haben. So dieses, die Leute machen es ja eh und wenn, dann wollen wir damit auch Geld verdienen. Genau. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.